lass ihn verfolgen, du Idiot. Du, Spätapfelsine, ist es bald soweit? Geduld, Blüte. Wir brauchen bis zu 13 Monate, bis wir reife Valencia-Spätapfelsinen sind. Da sind wir wohl was ganz Besonderes. Ja, unserem Anteil verdankt Valensina, dass er so herrlich fruchtig schmeckt. So wie Apfelsinensaft schmecken soll. Dittmeiers Valensina. Obwohl der Regen zum Dauerbrenner der Saison zu werden scheint, gibt es immer noch Optimisten, die versuchen, ihre Wäsche auf diese Weise zu trocknen. Zur Wetterlage. Die Ausläufe eines Tiefs über den Shetlandinseln führen nasskalte Meeresluft nach Mitteleuropa. Das bedeutet, von Auflockerungen im nordöstlichen Bereich abgesehen, Regen im übrigen Sendegebiet. In den höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen schneit es. Höchste Werte zwischen 7 und 10 Grad. Auch in Österreich regnet es, jedenfalls unterhalb von 1000 Meter. Zum Abend lockert die Bewölkung auf. Höchste Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad. In der Schweiz sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter. Die Tageswerte liegen zwischen 7 und 12 Grad. Heute Nacht örtlich kurze Gewitter, sonst regnerisch und stellenweise Bodenfrost. Sie sollten mit Straßenglätte rechnen. Tiefste Werte zwischen 5 und minus 2 Grad. Hey, scharfe Bluse, Rosi. Gut war's. Ah! Oh je. Mensch, die Bluse gehört meiner Schwester. Du, Mama. Was denn? Die Uli bringt mich um. So ein Quatsch, doch nicht deine Schwester. Oje, ich glaub, sie tut's doch. Bitte, Mama. Tja, früher blieb gerade, wenn bei niedrigen Temperaturen gewaschen wurde, oft mal ein Schatten in der Wäsche. Also nochmal zurück. Mit dem handlichen Ariel wird alles porentief rein. Egal bei welcher Temperatur. Mensch, Mutti, Wahnsinn! Alles rausgegangen. Nicht mal ein Schatten gut, zu sehen. Gut, dass ich dich hab. Ach, hier steckst du, Schwester Harz. Hm? Musst du, Schlumpf, lass mal meine Bluse rüberwachsen. Bluse? Welche Bluse? Oh. Ariel, für porentiefe Reinheit ohne den kleinsten Schatten. Jeder kennt das Gefühl, nass zu sein. Richtig nass. Das ist wirklich kein Vergnügen. Aber so fühlt sich meistens ein Baby. Denn ist die Windel erstmal nass, ist auch das Baby nass. Doch jetzt gibt's die neuen Ultra Pampers. Ultra dünn mit dem speziellen Ultrakern. Der nimmt die Nässe auf und schließt sie ein. Sogar wenn sie nass ist, bleibt's Baby schön trocken. Die neuen dünnen Ultra Pampers machen Schluss mit der Nässe. Oh, beinahe. Die neuen Ultra Pampers. Sogar wenn sie nass sind, sind sie schön trocken. Aha, was gegen Schnupfen und Husten? Ja, und was gegen Halsweh? Und meine Kopf- und Gliederschmerzen. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie bei so einer Erkältung nur eine Medizin bekommen, Vic Medi-Night. Denn Vic Medi-Night lindert die schlimmsten Erkältungsbeschwerden auf einmal und ermöglicht so den erholsamen Schlaf. Vic Medi-Night, Erkältungssaft für die Nacht. Meine Dauerwelle. 4 Wochen alt und schön wie am ersten Tag. Genauso elastisch, genauso glänzend, voll Volumen. Was ist passiert? Ich habe eine Gans entdeckt. Eine Gans ist eine Revolution. Es gibt eben Haarpflege. Und was verblüffend ist, neue Sprungkraft. Energans von L'Oreal. Pflege und Sprungkraft für dauergewelltes Haar. Meine Dauerwelle war noch nie so lange so schön. Es gibt durchaus vernünftige Gründe, eine sportliche Limousine zu fahren. Eine vollverzinkte Karosserie, die wirksam gegen Korrosion schützt. Ein großer Innenraum, der allen Komfort bietet. Ein neues Cockpit, das entspanntes Fahren ermöglicht. Katalysatortechnik bei den Motoren. Das neue Sicherheitssystem Pro Conten und der Quattro-Antrieb der zweiten Generation, der die Leistung sicher auf die Straße bringt. Thank you.
Schwarzwald Royal. Zarte Eiskrönchen, köstliche Soße und darunter zart schmelzendes Eis mit einem Herz aus Frucht. Schicht für Schicht ein Gedicht. Royal, nur von Langnese. Neu, Apri Duo Reinigungspads mit Aprikosen Reinigungsemulsion. Sie haben eine gröbere Seite für die Tiefenreinigung und eine feine Seite zur Reinigung der empfindlichen Gesichtspartien. Neu, Apri Duo Reinigungspads für ein völlig reines, strahlend schönes Gesicht. Tag für Tag. Können es sich moderne, sportliche Frauen eigentlich erlauben, Schokolade zu essen? Ich bin die Bettina Berger. Also ich mag wahnsinnig gerne Schokolade. Am liebsten hätte ich einen Mann mit einer Schokoladenfabrik. Aber die Schokolade muss leicht schmecken, das ist wichtig. Deswegen mag ich am liebsten Jogurette. Ja, die Jogurette, die schmeckt so himmlisch joghurtleicht. Sind Sie sicher? Oui. Danke, Schnitt. Lulu? Habt ihr Lulu gesehen? Kennst du sie? Sie ging gerade weg. Ich sag dir doch, sie ist weg. Lulu? Oui, c'est moi. Lulu, das neue Parfum von Cacharel. Odol, und sie sprudeln über vor Frische. Odol, und sie sprudeln über vor Frische. Odol, und sie sprudeln über vor Frische. Ist der weich neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Wie weich. Der ist neu. Nee, mit Perwoll gewaschen. Das muss ich haben. Toll. Neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Aber das ist keine Wolle. Perwoll ist für Wolle und für Feines. Perwoll, damit es Schmusewolle bleibt. Sie gekommen sind, Herr Foster. Gräfin Schwarzenfeld? Ja, bitte setzen Sie sich.